Hallo, im letzten Video habe ich ein bisschen das Dateisystem von Linux eingeführt. Ich habe dabei auch erwähnt, dass die Laufwerke in den Dateibaum eingehängt werden. Und ich möchte jetzt in diesem Video mal zeigen, wie ihr USB-Laufwerke, also Festplatten oder USB-Sticks, in diesem Linux zum Laufen bekommt und wo ihr die dann auch findet. Bei einer virtuellen Maschine, wie wir sie benutzen, muss man noch einen Schritt mehr machen. Den zeige ich auch, wenn jemand dabei ist, der Linux direkt auf seinem Rechner installiert hat, braucht derjenige diesen Schritt mit der virtuellen Maschine natürlich nicht. So, also, ihr startet Linux, dann steckt ihr den USB-Datenträger mit dem USB-Kabel ein, also wie gewohnt. Und dann geht er, wenn ihr eine virtuelle Maschine habt in Windows, ganz normal auf. Jetzt kommt der neue Teil, den ihr bei der virtuellen Maschine braucht, weil normalerweise wird jetzt ja der USB-Stick in eurem Windows-System sichtbar. Wir möchten ihn aber weiterleiten an Linux, also an die virtuelle Maschine. Das bedeutet, wir müssen der virtuellen Maschine klar machen, dass sie diesen USB-Stick nutzen darf. Dazu klickt ihr hier oben auf Geräte, dann USB und dann euer USB-Gerät. Also in meinem Fall wäre das jetzt die Western Digital Festplatte. Ich klicke da mal drauf. Dann verschwindet euer USB-Gerät aus Windows. Also der USB-Stick ist dann in Windows nicht mehr sichtbar, sondern wird dann in Linux sichtbar. Das kann ein paar Momente dauern, nicht wundern. Und nach einigen Momenten sollten dann hier diese USB-Datenträger sichtbar sein. Bei mir sind es drei Partitionen auf meiner Festplatte. Deswegen werden drei angezeigt. Gut, wenn ihr das habt, seid ihr fast schon fertig. Jetzt ist der USB-Stick vom Linux-System erkannt. Ihr könnt ihn aber noch nicht benutzen. Denn jetzt kommt der Schritt, den ich im letzten Video erwähnt habe. Ihr müsst den USB-Stick noch mounten, also ins System einhängen, in den Dateibaum einhängen. Das ist tatsächlich nicht so schwierig, wie es klingt. Jetzt ist euer USB-Gerät noch nicht benutzbar, weil es, wie gesagt, noch nicht in den Dateibaum von Linux eingehängt wurde. Wie kriegt ihr das Ding benutzbar? Einfach draufklicken. Auch das kann dann ein paar Momente in der virtuellen Maschine dauern. Und schließlich könnt ihr dann draufklicken und die Laufwerke so benutzen, wie ihr es auch von Windows kennt. Dann sind die Laufwerke tatsächlich eingebunden. Ganz wichtig an der Stelle ist, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit, dann mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und Aushängen wählen. Das ist dann wie bei Windows, dass ihr dran denkt, die Laufwerke nochmal auszuhängen, bevor ihr sie aus dem USB-Anschluss herauszieht. Ja, das war's auch schon. Wie ihr über das Terminal an die Laufwerke rankommt, da sehen wir uns dann natürlich alles noch genauer an. Jetzt wisst ihr, wie ihr in Linux USB-Laufwerke benutzen könnt. Es war nicht immer so einfach, man brauchte früher ein Mount-Kommando, das braucht man heute bei den gängigen Linux-Distributionen nicht mehr.